Ich nochmal, ich habe hier gönnt, sorry, dann andauernd so der Zwischenfunke, aber ich mir jetzt eingefallen, was ich sagen wollte. Wie gefällt euch überhaupt mein neues Thumbnail? Ich weiß, ich habe von anderen YouTubern das geklaut. Ich sag nur Fraps unterstrich Fortnite von Fraps, genau. Aber ich werde die Thumbnails jetzt selber machen, also die Fortnite Shop Video Thumbnails. Wenn ihr einen anderen Tag wahrscheinlich die ganze Zeit mit einem gelben Hintergrund und mit einer schwarzen Schrift. Jetzt habe ich das halt anders gemacht, mit einer roten Schrift und einem braunen Hintergrund. Ja. Ich wollte euch nur darauf hinweisen, dass ich jetzt ein neues Thumbnail habe, aber meine Streams und trotzdem sagen wir noch ein paar Thumbnails, aber ich hoffe nicht, dass sie geklaut sind. Kann ich dieses Shop-Video von heute rein theoretisch. Huch. Rein theoretisch mache ich ja heute kein Shop-Video am Montag, aber Shop hat es wie im Shop-Video gesagt, das könnt ihr euch gleich auch anhören. Ich werde auch sagen, warum, wieso, weshalb. Ich kann schon Video machen montags, aber heute hatte ich der halt um 17.30 Uhr schon komischerweise aktualisiert. Aber da würde ich sagen, Schöp Video ab, Grüße von mir aus dem Schnitt und ja, Grüße vom Schnitt. Damit meine Bekannten ein neues Schöp Video, ja, viele Bischof für euch, geht's gut. Ich habe eigentlich im Community Discord, sage ich mal, angekündigt, dass ich nicht streamen werde. Ihr seht auch, morgen bekomme ich mal 800 V-Bucks gratis von Epic Games, weil wir schauen uns gerne jetzt mal an, was ist so ein Itemshop von Fortnite bekommen, denn der hat sich komischerweise um 17.30 Uhr sag mal, aktualisiert, obwohl ich gesagt habe, dass montags kein Shop wieder online kommt. Aber gut, lasst gerne hier schon mal ein Like und Abo da, falls ihr neu seid. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und zwar seht ihr das hier schon, S-Flügler. Eigentlich haben Fortnite ja eine Kooperation mit Marvel. Und das ist komisch, dass Fortnite jetzt, sage ich mal, was mit Star Wars zu tun hat. Es sind immer noch die ganzen gleichen LTMs drin. Nur keine Sorge. Wie gesagt, schaut gerne mal unten in die Videobeschreibung rein. Falls ihr PSN-Karten wollt oder zu meinen sozialen Links. Hashtag Werbung an dieser Stelle. Dann schauen wir mal, was sie so haben. Shaluin Setup. Geiles Emote. Fortbewegen vor allem. Ablachen, wenn man einen Gegner gekillt hat, der voll schlecht war. Kann man den voll provozieren. Ich mache auch die Gegner bei mir. Und da raste ich halt aus, was sie halt erreichen wollen, aber gut. Deine neue Knetlackierung finde ich jetzt nicht so gut, weil da steht ja Animation und die ist überhaupt keine drinne. Schlecht. Dann haben wir mal wieder den Fade Skin. Das ist auch der seltenste Skin heute, nach 68 Tagen oder so ist er zurück. Dann haben wir hier frische Wurst mit seinen Kudennstreifen. Hat auch nicht jeder Skin dabei, nämlich die Sandskins. Und der. Dann kommen wir direkt mal zum Star Wars Skin. Star Wars Hängekleider. Wie ihr sehen könnt, steht da, dieser Gegenstand kann nicht verschenkt werden. Und seht ihr auch, Gigant, mit diesem Kauf unterstützt du Siki. Da stehe ich auch gleich noch drauf ein. Dann haben wir die Wukong Skin hier. Haben wir die weibliche Variante. Oh, und den Hängegleiter. Und dann haben wir hier diesen fetten Johnny mit sein. Da hat Backpack der Burger angegessen und nicht angegessen. Standard mit seinen Hängen, mit seinen Spitzhacken. Kriegt man gleich Hunger auf Hamburger oder auf Donuts. Dann haben wir die Farbenbomberin. Mal wieder zurück. Mit dem ganzen Set, ihr seht die Lackierung, Hängekleider und der Skin selbst mit seinem Driftboard, Farbenbomberboard. Dann würde ich sagen, was wir schon mit dem Shop für heute. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr neu da seid. Das würde mich, den Schiefer, nicht sehr, sehr freuen. Und noch eine kleine Sache und zwar, tretet gerne mal meinen Discord bei, Link dazu ist in der Beschreibung verlinkt. Ich werde, schaut gerne mal bei meinem Community Discord vorbei und alle Links sind natürlich
sag mal, steht auch nochmal unten in der Steam-Beschreibung. Und dann würde ich sagen, was war mit dem Shop-Video für heute? Rein theoretisch mache ich montags kein Shop-Video, aber da sich heute der Shop aktualisiert hat, mache ich das. Cut-up. Füge jetzt bitte das Outro ein und dann auch noch am Ende des Outros oder am Ende des Videos mein Kanal oben rechts und mein letztes hochgeladenes Video und dann würde ich sagen, bis morgen, tschüss und bis bald.